Willkommen zu F1 2020, zu unserer Road to F1 22, zum Countdown. Und heute geht es in ein richtig cooles Spiel. Und gehen mal rein. Und hier haben wir natürlich den, glaube ich, das beste Formel 1 Auto der letzten 20, na sagen wir mal 15 Jahre, der Mercedes W11. Ich glaube, ja, das ist natürlich Konstrukteursweltmeister, Fahrerweltmeister und vom Auto her, würde ich mal sagen, eines der besten aller Zeiten. Also, es gehört bestimmt zu den Top 5 der besten aller Zeiten. Fahren durften mit diesem Traumauto natürlich Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und vor allem natürlich davon nicht vergessen, das ist das Game, das in der Season rauskam, als halt Corona richtig losging. Und deswegen ja immer wieder ein cooler Flashback ist, weil es eben einfach eine schöne Zeit war, das Game zu zocken, während ja auf der Welt leider nicht alles in Ordnung war. Sebastian Vettel und Charles Leclerc das letzte Mal vereint, dann hier Max Verstappen und Alexander Albon, der ist aber glaube ich auch ab der halben Season, er durfte fertig fahren. Sainz und Norris, auch eine coole Paarung und das Auto ist unfassbar schön mit dem Re-Race S1 und so. Ich mag das so sehr, das ist echt cool und eine schöne Erinnerung an damals. Ricardo und Ocon. Ocon bei Renault, auch sehr interessant, ja, jetzt fährt er bei Alpine. Kwiat und Gasly, auch letztes Mal die Paarung. Dann haben wir Checo Perez und Lance Stroll, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Magnussen und George Russell und Nicolas Latifi. Viel geändert hat sich nicht, dennoch haben sich ein paar natürlich verabschiedet, sind ein paar wieder gekommen. Und vor allem natürlich auch Carlos Sainz bei McLaren, der ist gegangen, aber auch bei Ferrari, ja, musste Sebastian Vettel leider das Handtuch werfen. Und deswegen werden wir noch einmal an die glorreichen Vettel-Zeiten bei Ferrari zurückdenken. Und werden heute mit Sebastian Vettel fahren. Für mich auch einer der besten Fahrer. Natürlich sowieso der besten Fahrer. Los geht's. Willkommen hier, Spa-Francorchamps. Und der Anflug, glaube ich, hat sich in allen Jahren nicht stark geändert. Also, wir haben ja von 12, dann 15, 16, 17 und so weiter gespielt. Aber der Anflug hat sich leider nie richtig geändert. Und man muss auch sagen, das ist das wesentlich bessere Game im Vergleich zu F1 21, weil F1 2021 war für mich ein unfertiges Spiel. Und auch, wow, das ist sehr gut gemacht. Auch professionell, Verstappen und so weiter, auch Hamilton mit seinem Denkerblick. Keine Ahnung, warum man die Pose genommen hat. Oh, der Albon will Stress. Aber ja, sonst ist es eigentlich ein ziemlich cooles Game. Auch Ricardo sehr... und auch George Russell will Stress, Latifi will Stress. Die wollen alle Stress. Ah, geht nicht. Geht nicht. I am stupid. Es funktioniert, aber hier funktioniert noch alles. Und hier haben wir auch einen guten Startplatz mit ERS und so weiter. Sind wir auch schon angelehnt ans neue Formel 1. Und der Start war in Ordnung. Ja, der deckt uns ein bisschen ab. Wird innen wer durchkommen, oder nein? Sebastian Vettel hier. Was für eine Legende. Leider musste er gehen von Ferrari. Er war echt gut und gerade. Ich denke doch immer wieder gerne an die 15er, 16er Zeiten, auch 17 und 19, 18, 19, da war er einfach eine Maschine. Und deswegen finde ich es noch umso trauriger, dass man ihn rausgeworfen hat. Hier auch schon, da konnte man auch leider schon nichts mehr einstellen. Ja, wir werden hier einfach auf der Geraden überholt. Hier konnte man schon nichts mehr einstellen, von Mittel, man konnte nur noch Hotlap oder Mittel nehmen. Und das fand ich kacke, weil gerade zu Beginn von diesem ganzen Hybrid-Zeug von ERS und so, hat man das einstellen dürfen und jetzt dann nicht mehr, das finde ich echt kacke. Komm, der Mensch hat ein bisschen an Max Verstappen dran, aber du so ein bisschen. Ja, ich muss auch hier überholen aufdrehen, um überhaupt dran zu kommen. Und da hängen wir im Windschatten. There's something called Flashback. Alter, die KI, die bremst ja was so unfassbar spät. Das ist jetzt natürlich super optimal, dass auch Hamilton an unserem Popo klebt. Ja, wir müssen mal wieder auf Mager drehen, sonst haben wir wieder in der letzten Runde nichts mehr.
Das Problem ist, wir müssen eigentlich auf die nächste Runde schwitzen, um aufs DRS zu hoffen. Aber wir werden nicht hardcore abgezogen von Verstappen. Ich muss halt schauen, dass ich in der Sekunde drin bleibe. Komm, immerhin von Lewis Hamilton weg und werden auch am Podium stehen. Das ist mal die gute Nachricht. Ich hoffe natürlich, dass wir auch in Q2 auf ähnlicher Position starten werden, weil ja, es könnte knapp werden, dann die Meisterschaft zu gewinnen. Also diese 2-Rennen-Meisterschaft. Ja, jetzt sind es nur noch 3 Sekunden, also wenn ich so weiterfahre, würde es nicht reichen. Aber ich habe natürlich noch keine einzige saubere Runde, also weiß ich auch nicht genau, wo ich meine komplette Zeit verloren habe. Wir sind auf jeden Fall um einige schneller als meine Runde. Zack, und nochmal gedrückt um eine halbe Sekunde. Max Verstappen, was für ein Goat, auch hier schon. Das hat, glaube ich, nicht gereicht bei uns für die schnellste Rennrunde. Aber dennoch, wie gesagt, ich erinnere mich gern zurück. Gerade zu dieser letzte Season, gerade zu dieser 20er Season. Habe auch vorgestern erst eine Replay im Fernsehen gesehen. Zum Imola Grand Prix 2020. Und das war halt einfach so nostalgisch. Jeder konnte gefühlt halt nicht rausgehen. Aber das war trotzdem so die Hoffnung, so die Formel 1 mitzufiebern. Diesen Fight um die Spitze. Auch wenn er jetzt eher lame war, war es cool, sich bis August oder Juli sind sie, glaube ich, Doppelrennen in Österreich gestartet, dann weiter nach Silverstone und so. Es war einfach genial. Es hat Bock gemacht, dieser zusammengedeckselte Kalender. Wir hatten dann ja noch im Herbst Nürburgring, was ja komplett verregnet und vernebelt war. Türkei mit diesem rutschigen Asphalt. Das waren Wow-Rennen. Wirklich, ich habe diese Rennen gefeiert, ohne Ende. Und auch immer wieder diese verschiedenen Sieger. Wir hatten ja Paris mal dann als Winner. We Race as One. Und ja, da wurde halt richtig was investiert in die ganzen TV-Aufnahmen und so. Man durfte halt aus dieser Bubble auch damals nicht raus, weil dann einfach das Corona so mühsam wirksam war. Ja, auch Paris dann damals sich mit Corona infiziert, ganz am Anfang, Stroll dann, auch Hamilton am Ende des Jahres, finde ich echt, ja, das finde ich nicht cool. Auch doch, wir haben es geschafft, mit einer Sekunde schneller. Das war eine ordentliche Leistung auf jeden Fall. Wow, neuer Anflug. Willkommen hier in Brasil. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war Hamilton schon Weltmeister. Der ist, glaube ich, in Mexiko Weltmeister geworden. Natürlich überlegen auf jeden Fall. Aber dennoch war die Season eigentlich spannend, muss man sagen. Also man hatte echt viele verrückte Dinge erlebt. Und hier nochmal Sao Paulo eigentlich. 2 DS-Zonen. Und das Layout eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, wir sind auch schon, das ist der vorletzte Teil. Wir werden ja morgen nochmal einmal ein Rennen in Formel 1 21 fahren und sich sozusagen verabschieden. Ich meine, rückblicken brauche ich ja Formel 1 21 nicht. Wir sind sehr oft genug gefahren. Und ja, der Grid, wir werden von der Pole starten. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool. Lass uns loslegen. Sebastian Vettel startet noch einmal 2020 von der Pole Position. Was für ihn eigentlich eine absolute Horror-Season war. Mit einem übermächtig will ich nicht sagen. Aber mit einem Charles Leclerc, der... Ja, das sticht hier rein, Valtteri. Mit einem Charles Leclerc, der, ja, meiner Meinung nach ein übertriebenst guter Fahrer in dieser Season war. Hat da... Oder ich würde mal sagen konstant. Der hat ja auch ein paar Rennen gewonnen. In der 20er Season jetzt nicht, aber gerade in der 19er Season hatte er ja auch schon ein bisschen gezeigt, was da in ihm steckt. Und du merkst halt dann auch schon, wenn der Fahrer seine Motivation verliert, so ist es auch jetzt bei Hamilton. Ich glaube, da fehlt auch nur ein bisschen Motivation. Bei Sepp damals, auch bei Red Bull, wie der junge Wilde, wie Ricardo kam, war auch da die Motivation weg. Der vielleicht sogar der Support des kompletten Teams, wenn dann doch ein anderer 2-3 Mal im Jahr gewonnen hat und du ja irgendwie nie so recht drankamst. Das ist natürlich schade, weil das einmal
irgendwann einmal jeden Fahrer so geht. Außer bei Fernando Alonso irgendwie, weil bei dem stimmt die Pace jetzt immer noch wie damals. Er ist halt einfach einer der komplettesten Fahrer. So, wir sind eine Sekunde von Albono weg. Hamilton ist nicht mal hier, doch Hamilton ist Sechster. Und wir müssen uns hier mit Valtteri Bottas abschlagen schon wieder. Ich hoffe natürlich, dass wir hier dran kommen noch. Aber ich glaube, im Windschatten könnte es was werden. Es gibt halt hier nur zwei Möglichkeiten. Nach dieser Geraden oder nach Start und Ziel. Sonst wird es schwierig. So, na, im Windschatten nähern wir uns hier. Auch ein guter Exit von uns. Zack, Körper gut mitgenommen. Das Handling ist ein Traum von dem Game. Das Handling ist echt eines der schönsten Handlings generell von allen formellen Spielen. Also wirklich, dieses Handling, das ist so unfassbar smooth. Und dann hat es noch mehr wehgetan, wie dann der Wechsel zu Formel 1 21 kam und dann das Handling katastrophal war. Laut ihren Aussagen realistisch, aber meiner Meinung nach einfach nur unberechenbar. Also man hat das Handling auch irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe es Formel 1 22 noch nicht spielen können, dürfen, whatever. Aber ich hoffe so stark, dass das Game viel besser werden wird als das 21er. Morgen werden wir auch noch einmal ein bisschen über meine Meinung zum 21er Formel 1 reden. Und vor allem, Walter hat die schnellste Rennrunde. Auch gern wie macht Dreck, Bro. So, ich glaube, wir könnten hier einen Angriff wagen aus der letzten Kurve raus. Ersten Kurve raus. Aus dem Senna ist raus halt eben. Kommen wir hier im Windschatten dran. Na, Powerposing ist erst jetzt. Lila. Purple. Und zack. Windschatten ERS genannt. Und auch noch Fett. Aber das müssen wir jetzt runter drin, sonst rollen wir die letzten Runden nur noch. Alter, Walter hat so eine unfassbare Pace. Ich sag's ja. Dieser Mercedes einfach das beste Auto des Jahrzehnts, würde ich mal sagen. Also von 2010 bis 20 war das einfach das beste Auto des Jahrzehnts. Hier eine Überraschungs... Mann, Valtteri. Ja, moin. Ich komme hier schon vor wie Max Verstappen in Saudi-Arabien. Jo, das war knapp. Das war sehr knapp, aber der kommt angeschossen. Bist du deppert, der kommt angeschossen. Oh mein Gott! Nein! Nein, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich hoffe, ich habe... Wer hat gewonnen? Nein. Oh. Valtteri Bottas. Natürlich ist er der Drive of the Day. Bro, du bist von 1 auf 1 gefahren und hast meine Flügel zerstört. Aber gut, du bist der beste Fahrer. Ja, gut, Mercedes. Was soll ich sagen? Das Auto kann man einfach nicht besser machen. Das ist einfach so ein unfassbar, wirklich unfassbar gutes Auto. Das ist schon fast ein Cheat gewesen, das Auto. Allein auch Mugello damals, der ist die halbe Strecke, sind die Vollgas durchgedonnert. Ein Wahnsinn, aber freut mich auf jeden Fall, dass Bottas gewonnen hat. Ich hoffe, dass es für uns gereicht hat für die Meisterschaft. Wir sind... 2/10 war noch die schnellste Rennrunde. Nix. Wir sind Meister geworden. Gleichstand mit Verstappen. Aber das war's für heute, Leute. Was für ein schönes Game und meiner Meinung nach wirklich gehört auf jeden Fall zu den Top 3 der besten Spiele aller Zeiten. Und vielen Dank fürs Zugucken. Morgen kommt dann noch Goodbye F1 21. Es wird ein trauriger Abschied auf jeden Fall werden, aber natürlich auch ein freudiger, weil natürlich das neue Game kommt, einerseits aber auch andererseits, weil das Game jetzt nicht so meins war. Dennoch habe ich Stunden verbracht. Ich kann ja auch mal hier kurz gucken. Wir gucken einfach nur mal hier, wie viele Stunden ich hier in... Wir gucken mal kurz im offiziellen Club, wie viele Stunden ich das Game gezockt habe. Und es waren 30 Tage und 18 Stunden. Formel 1 2002. Und dieses Game habe ich unfassbare 33 Tage. Noch mehr wie das 2020er. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gern kostenlos und schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir werden morgen noch einmal uns verabschieden von Formel 1 2021. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Schaut auf TikTok vorbei und ciao.